So, herzlich willkommen Leute, zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ihr habt euch Full Day of Eating gewünscht, das werde ich euch heute zeigen. Unter anderem auch noch ein bisschen Posing im Vergleich zu meiner 2017 Form. Und es ist mittlerweile 16.53 Uhr. Ihr habt euch einen Full Day of Eating gewünscht. Bei mir gibt es heute wieder 500 Gramm Brokkoli. Wir haben Low Day und Rest Day. Zusätzlich noch 120 Gramm Paprika. Und als Proteinquelle gibt es bei mir was ganz Geiles heute. Heute verzichte ich mal auf Fleisch. High Protein Creme aus dem Coop mit 25 Gramm ESM Design Away Cinnamon Cereal. Nein, ich bin nicht gesponsert. Das Ganze verrühren, noch 10 Gramm Whey Protein Crisps rein und das schmeckt richtig geil. Das schmeckt wie Joghurt von der Ecke, nur besser. Danke mir für den Tipp später. So sieht das dann aus. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Das Ganze kommt jetzt noch in den Kühlschrank, solange ich das Gemüse verzehre. Und wird sich dann nachher nach dem Gemüse gegönnt. Dann taue ich schon mal 200 Gramm Hefeteig auf. Das ist für das Abendessen heute. Und das zeige ich euch dann später, wie das aussieht. So Leute, nach dem Essen geht es jetzt noch die zweite Cardio-Einheit. Die erste habe ich am Morgen gemacht, 10.000 Schritte. Dann ging es zur Massage. Heute ist ja Rest Day. Dann gab es Mittagessen. Und jetzt die zweite Cardio-Einheit. Anschließend geht es in die Sauna, noch ein bisschen relaxen, Cortisolspiegel runterfahren. Ihr wisst, Cortisol, der Endgegner in der Diät. Und nach der Sauna gibt es dann Abendessen. Und that's it. So sieht meine Tagesstruktur an Restdays aus. Dann zeige ich euch jetzt noch einen Ausschnitt aus dem täglichen Posing-Training. Und lasst mal ein Feedback da, wie ihr die Form findet, auch im Vergleich zu 2017. Und viel Spaß beim Posing. So Leute, links seht ihr mich 2017, eine Woche vor den Schweizer Meisterschaften. Ja, ich war schon relativ dünn. Und man sieht direkt auf den ersten Blick Beine deutlich verbessert. In der Mitte unter Kunstlicht und ganz rechts unter Tageslicht, damit man sich ein ehrliches Bild bilden kann. Natürlich 2017, eine Woche vor der SMBF, schon ein bisschen leaner noch und ca. 61,5 Kilo ungeladen auf eine Größe von 1,59. Und rechts jetzt 69 Kilo, also knapp 7 bis 8 Kilo mehr. Wobei natürlich noch 2 Kilo weg müssen bis Endhärte, würde ich sagen. Und ja, doch, fortschritttechnisch sieht man, Beine deutlich verbessert, Hamstring deutlich verbessert, Glut, Arme auch. Natürlich nicht so viel, wie ich mir das gewünscht habe, aber so bleibt es, so wird es auch nicht langweilig in der Zukunft. Jawohl, man sieht natürlich Rücken nach wie vor, eine von meinen Stärken. Hüfte muss noch ein bisschen was weg, aber das kommt natürlich noch in den nächsten Wochen. Jetzt sind es noch knapp 7 Wochen bis zu den Schweizer Meisterschaften und etwa 10 bis zu den Weltmeisterschaften. Dort werden wir natürlich in Topform auflaufen. Und alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Progress über die 5 Jahre. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und was ihr schätzt, dass mein Endgewicht sein wird. Posing auch deutlich verbessert. Durch mehr Adduktoren kann ich natürlich breiter stehen, was mir wieder mehr X-Frame gibt. Und alles in allem bin ich sehr zufrieden. Vor allem die
Lat-Pose kommt natürlich jetzt deutlich massiver raus. Rückenbreite, Beine nochmal deutlich verbessert. Also alles in allem ein deutlich massiveres Paket. Vor allem die Side-Posen stimmen mich sehr zufrieden. Hier sieht man den Fortschritt an den Beinen und an den Armen am meisten. Jetzt natürlich noch ungeladen, ungepumpt und ohne Farbe. Das wird mit Carbs und Farbe und Pump natürlich ein ganz brachialer Look werden, denke ich mal. Natürlich, ein bisschen Fett muss noch weg, dann sieht das Ganze nochmal ansehnlicher aus. Das ist jetzt alles wieder im dritten Lowday, also ziemlich flach. Man sieht auch, Streifen kommen nicht so gut zur Geltung. Keine Vaskularität vorhanden momentan. Das sieht man dann deutlich, wenn ich gepumpt bin. Und hier sieht man auch, dass an der Hüfte noch was weg muss. Rückenbreite auch nochmal deutlich verbessert. Beine deutlich verbessert. Was natürlich ein bisschen hinterherhängt, ist die Rückendichte. Die wird dann im nächsten Aufbau wieder fokussiert werden. Auch die Arme und Schultern sollen jetzt ein bisschen nachziehen und da schaffen wir dann dran in der nächsten Offseason. Ja, die Bauchpose stehe ich mittlerweile nicht mehr gerade, mehr diagonal, da meine Linie so besser zur Geltung kommt. Natürlich auch hier ein bisschen mehr Körperfett muss noch weg, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Das war's schon mit Posing, lasst mal Feedback da zur Form. Und bis gleich. So Leute, ich komme jetzt gerade aus der Sauna. Jetzt gibt es mein Abendessen, wie versprochen. Den Brokkoli habe ich momentan noch in der Mikrowelle. 250 Gramm Brokkoli, 200 Gramm Farmer Steak, 200 Gramm Hefeteig. Zeige ich euch nachher die, wo ich heute Mittag rausgenommen habe zum Auftauen und Aufgehen. Da mache ich eine Apfeltasche draus und eine Hähnchentasche. Und ja, fangen wir mal an. Eben den Brokkoli habe ich schon in der Mikrowelle. Jetzt tue ich das Farmer Steak noch schnell in die Pfanne hauen. Das brate ich scharf an. Eine Minute von jeder Seite und danach 6 Minuten im Backofen bei 160 Grad. Ja, noch nicht warm. Ein bisschen Kakaofett rein. Das ist zum Streuen. Kann man sehr gut portionieren. Besser als Öl oder Butter. Einfach ganz wenig rein. So. Dann kommt das in die Pfanne. Das sind die zwei Hefeteig, die ich heute Mittag zum Auftauen rausgenommen habe. Die rolle ich jetzt aus, mache praktisch zwei Fladen daraus. So. Das schnell umdrehen. Dann kommt das Farmer Steak noch 8 Minuten, 6 bis 8 Minuten in den Backofen rein. Kann ich hier noch die Teigtaschen vorbereiten. In die eine kommt Pulle rein, Pulled Chicken. Sehr geil. Dann tue ich zum Pulled Chicken noch ein bisschen Knoblauchsoße rein in die Teigtasche. Mein Liebling, die darf auch in der Diät nicht fehlen. Ganz wenig, nur für den Geschmack. Top, wunderbar. Dann machen wir die Tasche. Naja,
Sieht ein bisschen semi-professionell aus. Und ab in die Bratpfanne. Dann rolle ich den nächsten Teig aus. Da mache ich jetzt noch eine Apfeltasche draus. Als Dessert. Dann gibt es zuerst den Brokkoli, meine 20 Gramm Pistazien und das Farmer Steak und anschließend noch eine Pulled Chicken Teigtasche und eine Apfeltasche. Und das ist eigentlich schon mein ganzer Znacht. Den Apfel habe ich gerieben, halber Apfel. Mit Stevia und Zimt bestreut und das kommt jetzt in den Teig rein. Sieht doch geil aus, oder? So, jetzt ist der Brokkoli fertig. Ich hole ihn mal schnell raus. Das Farmer Steak ist auch schon soweit. Geil. Dampfender Brokkoli, sehr geil. Da wiege ich jetzt noch die 20 Gramm Nüsse drauf. Pistazien, ich liebe Pistazien. Go. Bodybuilder bekommt das Glas nicht auf. Was ist denn da passiert? Auf den Teller. Opa. Wunderbar. Apfeltasche am Braten. Meal Nummer 1 schon fertig. Meal Nummer 2 auch. Riecht schon karamellisiert. Richtig geil. So, mein Meal ist fertig. Jetzt zeige ich euch mal schnell, wie das aussieht. Zack, raus. Einmal hier 52 Gramm Brokkoli, 20 Gramm Pistazien, 200 Gramm Farmer Steak, 100 Gramm Hefeteig, Teigtasche draus gemacht mit Pulled Chicken und Knoblauchsoße, 100 Gramm Hefeteig und ein halber Apfel drin, also eine Apfeltasche. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von dem Full Day of Eating. Heute am Rest Day leider nur zwei Meals, dafür ein prächtiges, wie ihr das seht, und ich mache das lieber so.
wie 5 kleine Meals. Lieber einmal richtig satt als nie. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.